Hallo und herzlich willkommen bei Sammlerwelten. Heute habe ich zwei Packungen für euch, die wir noch nie auf diesem Kanal geöffnet haben. Als die Karten rauskamen, existierte der Kanal noch gar nicht, ja. Von 2011, zwei Booster Cars. Hier steht leider eine Nummer drauf. So habe ich die leider bekommen. Aber da wir die sowieso nur öffnen und einen habe ich für die Boosterbesammlung zurückgelegt, da steht keine Nummer drauf zum Glück. Weil auf diesem steht nämlich auch hinten die Nummer drauf. Auf diesem hier steht es auf beiden Seiten drauf. Ich habe aber einen gehabt, da stand keine Nummer drauf. Bin ich mir ziemlich sicher. Der ist in die Booster-Sammlung gekommen. Und ja, für uns, wenn wir das öffnen, ist es ja egal, weil die Karten interessieren uns. Genau, das sind... sind das die Promo-Packs davon? Ich weiß es gar nicht, bei diesen hier. Naja. Drei Packungen hatte ich. Und Cars. Oh, eine Anleitung sogar noch. Die Spielregeln. Ja, wenn ich die richtig anfokussiert kriege. So, jetzt könnt ihr euch die angucken. Die Rückseite gibt es auch noch. So. Jetzt gibt es die Karten. Oh, Max Schnell. Das ist vermutlich eine Glitzerkarte. Steht hier irgendwas drauf? Wie viele Sonderkarten es gibt. Ja, Foilcards. Eine in drei Packungen. Okay. Max Schnell. So rum vielleicht jetzt. Hoi, Shiftwell. Ja, das ist wirklich ein Kartenspiel. Ach, das ist die Karte. Ja, das sieht aus wie, eine Rennstrecke. Okay. Luigi heißt er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir da echt nicht sicher. So. Ja. Welche Seite ist jetzt die... Dann ist das die glitzernde Karte vermutlich. So, genau. So rum. Ja. Ja, sind merkwürdige Karten. Also es steht nicht drauf, was es ist. Naja, gut, okay. Sind wahrscheinlich nur Filmausschnitte, ja, das, diese Karten hier. Drei Karten habe ich nur. Ah, hier sind zwei Karten. Genau. Sind Filmausschnitte. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann hier Raoul Carroll. Aber auch keine Glitzerkarte. Einfach nur eine normale. Ja, aber trotzdem, wir haben zwei Packungen nur geöffnet und haben eine Glitzerkarte. Von daher ist das gut, auf jeden Fall. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.